Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder einen weiteren Parcours, Leute. Und zwar nicht irgendeinen, sondern ein ganz bekanntes Spiel von früher und zwar Doodle Jump, wie man da oben erkennen kann. Ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, falls ihr das selber mal gezockt habt. Also ich habe das früher auf jeden Fall gesuchtet und ja, das ist die Map dazu. Ein Jump'n'Run von unten bis ganz nach oben und da leuchten irgendwelche Slime-Blöcke. Also ich bin mal gespannt, so wie das Ganze aufgebaut ist. Nämlich, es gibt auch viele unterschiedliche Maps. Das ist jetzt die klassische Map. Ich kann mal auf Moving Platforms gehen und man sieht schon, ja, die ganze Map wird verändert mit bewegenden Blöcken. Und dann gibt es zum Beispiel noch Underground. Hier haben wir eine riesige Mine. City gibt es auch noch. Und zu guter Letzt die End. Also es gibt echt ziemlich viele Maps. Da oben sogar der Enderdrache. Da wird er gespawnt. Und ja, ich gehe mal am Anfang mal auf Classic und da kann ich das Spiel starten. Und Leute, falls ihr mehr von solchen coolen Maps sehen wollt, jetzt mal gerne alle liken und gerne auch alle die Glocke aktivieren. Würde mich freuen und start game. Oh, ring the bell. Die Glocke berühren. Oh, und jetzt geht's ganz nach unten. Wow. Okay, und jetzt 3, 2, 1. Let's go. Okay, und ich starte. So, ich habe hier natürlich auch ein bisschen Jump Boost. Das ist perfekt. Hier geht's weiter nach oben. Und nein, ich wäre fast schon ganz runter. Bin ich dann eigentlich auch ausgeschieden automatisch? Oh nein, der... Na, stimmt. Die Blöcke gehen natürlich auch weg. Wie im normalen Game. Und da steht dann die Zeit unten. Ja gut, da muss ich mich mal anstrengen. Na logisch. Also man muss natürlich nach oben springen und nach einer Zeit. Also wenn man einen Block berührt hat, gehen die natürlich auch weg. Okay, let's go. So, hier geht's weiter. Und dann muss ich auch diesmal wirklich ganz nach oben. Kann ich hier schon rüber? Nee, aber da. Dann auf die Leiter. Ich will nicht direkt failen. Und jetzt fallen die Blöcke auch schon weg. Okay, und ich glaube... Oh, oh. Die fallen jetzt schon gleich weg. Hier bin ich auf der Leiter sicher? Ich weiß nicht, ob ich auf der Leiter sicher bin. Nee, die gehen die auch weg? Es wird halt richtig schnell. Und... Warum sind hier... Bin ich auf der nächsten Stage? Nein, die gehen jetzt auch gleich weg. Sie gehen auch weg. Wie schwer. Ich habe, glaube ich, noch nicht die Schwierigkeit eingestellt. Die kann man da auch noch wählen. Ich mache jetzt einfach mal easy. Ich glaube, das war auf hart. So, easy ist ausgewählt. Und jetzt das Ganze nochmal. Also man muss auch dazu sagen, irgendwie ist es ein bisschen verwirrend aufgebaut mit den Blöcken. So, hier geht es dann lang. Und hier auf den kann ich dann hier weiter. Ja, das geht alles. Und ich will ganz oben, das ist die Aufgabe natürlich, so die Glocke auswählen. Warum kann ich denn jetzt hier nicht, warum kann ich da nicht hoch? So, jetzt aber. Und hier dann auf die nächste Leiter. Da drauf. Oh ja, die Blöcke verschwinden schon so langsam. So, dann auf den. Okay, aber ganz vorsichtig das Ganze. Oh, ja, ich habe es geschafft. Ich bin schon mal weiter oben. Aber, oh Gott, die kommen schon. So kenne ich das Doodle Jump auf jeden Fall nicht. So, jetzt aber muss ich nochmal hier etwa lang. Unter mir sind die Blöcke. Ja, und ich glaube, also normalerweise war es ja auch so, dass wenn man auf einem Block war, dass der direkt weggeht. Also man konnte nicht zweimal auf einen. Oh, jetzt bin ich hier. Aber, jetzt ist es so, dass die halt einfach immer wieder weggehen. Da war ein Slime. Bin ich schon fast ganz oben? Ich glaube mal, so wie es aussieht schon. Und muss ich jetzt vielleicht hier drauf? Okay, die Blöcke teleportieren mich irgendwie ein bisschen nach oben. Wo aber jetzt? Wo jetzt? Ich sehe absolut nichts. Das ist irgendwie... Ah, ich muss hier... Oh, die Blöcke wären fast schon gekommen. Ich musste auf den Bedrock von unten drauf. So, da kommen schon die Slimes. Dann auf den nächsten Slime. Oh, ich darf nicht. Nein, das sind Monster. Das sind einfach Monster. Und ich war fast ganz oben. Ich würde sagen, Leute, okay, das habe ich fast schon geschafft. Ja gut, ich war schon auf der vorletzten Ebene. Ich hätte nur noch an die Glocke müssen. So, Underground oder Moving Platforms. Underground sieht auch nicht schlecht aus. Ich denke, das ist nicht so verwirrend. So, Moving Platforms ist, glaube ich, so fast das Gleiche, nur dass sich da das bewegt. Also falls ihr auch mal davon einen zweiten Teil sehen wollt, das kann man auch mit anderen Spielern spielen, könnt ihr es gerne mal reinschreiben, Like da lassen. Und ich glaube mal City, ja, ich gehe jetzt mal auf Underground. So, Ring the Bell, das kann ja nicht so schwer sein, ganz oben anzukommen. Und jetzt geht es gleich wieder nach unten. Ja, in der Stage, es wird auch geschrieben, es geht nicht so einfach. Also da teleportieren mich, glaube ich, die Blöcke nicht so wie in einem anderen Game.
Ich habe auch ein bisschen Jump Boost. Ich hoffe mal, das ist echt nicht so ganz verwirrend wie die letzte Map. Wo geht's lang? Ah, da. Gut, dass es auch ausgeschildert ist. Weiter nach oben. Aber solche Maps sind cool. Man hat immer so ein bisschen... Ich hoffe, geht es da lang den Zeitdruck, weil halt eben auch schon gleich in dem Fall die Lava kommt. Oh, oh, oh nein. Das kommt sowas von schnell. Oh, wo geht's denn da hoch? Also wieder hier. Da vorne kommt sogar das erste Monster. Ja, wie soll ich dem denn ausweichen? Oh Gott, Moment, geht er weg. Da spawnen auch immer mehr. Und wenn die mich einmal hitten, bin ich down. Okay, ah nee, okay, zum Glück nicht. Ich dachte schon, weil wenn man einmal im richtigen Spiel davon getroffen wird, dann ist es direkt vorbei. Man kann nichts machen. So, jetzt aber fahrt die Lava wieder. Kommt, hier ist ja auch welche. Hier drauf, ich höre es auch schon. Ich höre auch schon die Blöcke. So, hier lang, dann auf die obere Plattform. Muss ich da den Wasserfall hoch? Geht zum Glück richtig schnell. So, da oben die... Moment, ah, jetzt hier. Das Holz teleportiert mich nach oben. Ich glaube, da bin ich letztes Mal stehen geblieben. So, dann da wiederum. Und ich will nicht wissen, wie weit es noch nach oben ist. Aber die Blöcke höre ich ab und zu wieder. Man ist so unter Zeitdruck. Normalerweise wäre das ein easy jump run, wenn man genug Zeit hätte, sich das alles anzuschauen. Okay, aber da sehe ich schon die Leiter. So, das schaffe ich ans Ziel. Das schaffe ich auf jeden Fall. Hier lang. Und da durch das Haus entspannt. Hier ist eine Lampe. Oh, hier wieder lang. Da nach oben. Oh, und ich kann... Jawohl, ich habe die Glocke aktiviert. Let's Fill wins. Sehr nice. Das hat schon mal gut geklappt. Und ich würde sagen, City the End. Kann ich vielleicht mal... Also das sieht auf jeden Fall auch fresh aus. Soll ich das jetzt machen? Und es geht gleich los. Die Frage ist geradeaus oder rechts lang. Ah, ich kann... Ah, es gibt, glaube ich, mal mehrere Wege immer. Dann will ich jetzt einfach mal den... So, das muss ich jetzt auch noch schaffen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Also es geht noch, ja, eigentlich nicht so lange. Man muss sich überlegen, auch im einfachen oder normalen Modus geht das Ganze nicht so leicht. Man muss halt auch zur Seite. Es geht nicht immer nach oben. Und das verbraucht so viel Zeit. Ich gehe einfach mal da durch. Was ist das für ein Teil hier? Nein, ich bin da straight durch. Komm, das End mit dem Enderdrachen, das will ich auch noch ausprobieren. Mache ich jetzt einfach mal. Oh, so sieht die Map da oben aus. Da ist der Enderdrache. Dem muss ich ausweichen. Ich glaube mal schon. Er fliegt im Kreis. Oh, Schalke habe ich auch schon gehört. Oh ja, da ist einer. Also auf jeden Fall ziemlich viele Monster. So wie man das Ende kennt. Und jetzt. Hier. Darf ich mich auf jeden Fall, glaube ich, nicht treffen lassen. Ja, die kommen auch schon. Die kommen einfach schon und wollen mich töten. Aber vielleicht, wenn ich einmal von denen getroffen werde, bin ich dann tot oder habe ich Schwebekraft? Das wäre nicht schlecht. So, jetzt werde ich hier nach oben teleportiert. Easy but long. Dann gehe ich einfach mal den Weg lang. Okay, da drauf. Das gibt's nicht. Leute, ich bin so weit gekommen. Ich will jetzt nicht nochmal alles von vorne machen. Den, okay, den muss ich hier wegmachen. Nicht zerstören, sonst wäre ich selber gestorben. Ich will das auf jeden Fall unbedingt so noch schaffen. So, hier. Und da geht's mit dem Jump-Run weiter. Also es ist halt echt hart, wenn man einen Fail macht, dann ist es halt fast schon vorbei, wie jetzt. Ach Leute, das ist so schwierig. Das ist schwieriger, als man denkt. Immerhin habe ich es einmal nach oben geschafft. Da oben wäre der Enderdrache. Moment, ja, bei dem ersten Crystal war ich. Dann gibt es hier noch den zweiten. Und hier der Enderdrache. Go to the opposite side. Okay, jetzt muss ich hier lang. Ah, Moment. Oh, da kann ich von hier den Bogen... Mit dem Bogen den Knopf treffen. Ja, ich habe es geschafft. Nice. Und dann hätte ich den ernsthaft noch mit dem Bogen killen müssen. Okay, es geht. Ja, und ich habe ihn. Oh, der Bogen war ja richtig stark. Punch 2. Oh, Enchantment Level 41. So sieht die Map nochmal von oben aus. Also das ist echt schon ein krasser Modus. So schwierig hätte ich das mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt. Aber Leute, falls ihr mehr von solchen harten oder vielleicht auch einfachen Parcours-Maps sehen wollt, lasst jetzt mal gerne ein Like da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao.